So, hallo, ich begrüße euch zu Folge 46, die kein Filler ist von Isaac. Ich werde nicht in die Challenges gehen und auf Ultra Hard klicken. Nein, ich klicke auf New Run und wir versuchen uns noch einmal mit Azazel an Mother. Mal gucken, wie es läuft. Das ist, denke ich, im Moment das, was ich am ehesten... Okay, wir standen direkt bei einem Itemraum. Sehr praktisch. Das ist, denke ich, halt der Charakter, mit dem ich am schnellsten die Knife Pieces zusammenbekomme, weil ich fliegen kann. Na? Und wir gucken mal, was uns so auf dem Weg bis dahin serviert wird. Ich möchte eigentlich gleich restarten. Ich würde sagen, restarten. Ich würde auch gerne in einer XL-Ebene starten, bin ich auch da, ganz ehrlich. Oder wir gucken natürlich, wenn Itemräume auftauchen, gehen wir natürlich rein. Okay, Virgo fühle ich. Virgo nehmen wir mal mit. Ja, wir werden sehen. Ziel wäre, wie gesagt, an... Was bist du? An möglichst viele Items zu kommen, um natürlich stark genug gegen Mother zu sein. Beziehungsweise überhaupt die Korpsebene. Überhaupt die Korpsebene. Und oh, ich kann endlich wieder blaue Steine sprengen. Und blaue Herzen bekommen. Also blaue Steine sprengen konnte ich auch schon. Aber halt in der Ultra Hard Challenge war es nicht wirklich sinnvoll. Sagen wir es so. Ihr wisst auch wo. Ach ja, ich brauche ja zwei Schlüssel. Ein Schlüssel, oder? Brauche ich zwei? Ich brauche zwei Bomben für die Minen. Aber brauche ich... Ich glaube, ich brauche einen Schlüssel schon für Dings. Also ich sollte auf jeden Fall mindestens einen Schlüssel hier gleich... So. Jetzt wäre es natürlich trotzdem cool, wenn man so ein Poop-Item hätte, wo hier mehr Zeug rauskommt, aber habe ich... Item-Trinket. Aber habe ich gerade nicht. Im Übrigen, ich habe mittlerweile einen guten Einblick bekommen. Ich habe mir mein Video nochmal angeschaut, nachdem Jan jetzt auch Isaac spielt. Also wieder. Und geschrieben hat, gibt es denn für diesen Heretic, der Boss, gegen den wir bisher einmal gekämpft haben, in Mausoleum, gibt es für den denn irgendeine Strategie, wenn dieses komische, wenn das lila Feuer kommt und wenn diese Laser dann sich dadurch entwickeln? Und dann habe ich mir mein Video nochmal angeguckt und ja, es gibt eine Strategie. Wir kommen drauf zurück, wenn wir wieder mal bei Heretic sind. Wollte nur kurz anmerken, ich habe die Strategie von Heretic rausgefunden. Er wird jetzt kein Problem mehr darstellen, weil das Hauptproblem war wirklich dieses Feuer, dass ich überhaupt nicht wusste, wo der das jetzt setzt. Und ich habe jetzt gesehen, ach komm schon, ich habe jetzt gesehen, wo er es setzt. Wenn jetzt hier nichts ist, dann raste ich aus. Okay. Seht ihr, wie ich ausraste? Ah, falsche Richtung. Doof. Am besten wäre jetzt was cool, was die Tiersrate hochschraubt. Weil das Aufladen von dem Brimstone dauert halt echt lange bei ihm. Ach ja, klar, kriege ich den. Ja, ich bin blöd. Ich bin blöd. So, reicht ein Schlüssel? Ja, gut, sehr schön. Ein Schlüssel reicht. Abflug. Weiter im Programm. Jetzt Spiegel suchen, weißes Feuer suchen, überleben. Da ist schon mal der Shop und der Itemraum. Okay, erstmal Schlüssel suchen. Aber Itemraum zu wissen ist schon mal gut, weil da ist ja dann auch das Knife Piece. Also hier muss ich dann hinkommen. Okay, der Raum war jetzt nicht so wild. Aber es ist der... Oh, okay. Alles, was wir jetzt... Oh nein.
Das alles, was wir jetzt sehen, das alles, was wir jetzt sehen, dürfen wir dann als Geist, womit wir einen Treffer haben, nochmal probieren. Tiersub ist sehr gut, lädt mich schneller auf. Perfekt, genau das brauche ich. Weil das ist ja der Weg und das ist der Weg, der hört da unten auf. Das heißt, alles, was wir jetzt laufen, müssen wir gleich noch laufen, wenn wir dann durch den Spiegel passieren und zum Itemraum uns begeben müssen. Oje, oje. Das ist kein guter Weg. Aber vielleicht habe ich auch Glück und in der Ebene kommt der Spiegel noch gar nicht und er kommt erst in der zweiten Ebene. Das könnte natürlich sein. Ah, das könnte sein. Das Knife Beast kommt vielleicht noch gar nicht. Yo! Das war Dross. Vor allem das Ding ist jetzt... Ich habe keinen Schlüssel. Was ist das denn? Ich komme nicht in den Itemraum rein. Hier oben kann er nicht sein, der Geheimraum. Hier wäre denkbar. Endlich mal gefunden. Oh! Oh! Das Spiel hatte ein... Ah, mein Gott! Dieser Itemraum ist der beste Itemraum ever. Und er kommt genau richtig. Das Spiel hatte ein Einsehen. Ich... Boah, ist immer so blöd, wenn man die... Boah, komm, was ist hier? Ja, die Touch. Ich glaube, das war nicht so simpel. Ich glaube, da wäre der Familiar besser gewesen, aber man weiß es halt vorher nicht. Okay. Ich muss auf jeden Fall dran denken, zwei Bomben zu behalten für die nächste Ebene. Aber jetzt haben wir erstmal die Geschichte geklärt. Sehr schön. Das war ein sehr wichtiger Itemraum. Oh mein Gott. Der war viel zu wichtig. Holy moly. Oh! Du bist der Typ. Ich habe komplett vergessen, was du kannst. Aber du kannst das. Oh, okay. Ich meine, ich krieg mein HP ab, kriege ich auf jeden Fall. Das ist okay, das ist gut. Ja, das ist jetzt allerdings zu bald, lieber Satanraum. Du kommst jetzt ein Stückchen zu bald. Aber das ist voll okay, weil dann gehe ich jetzt gar nicht erst in dich rein. Weil dann habe ich eine höhere Chance auf den Engel. Also nicht eine höhere Chance auf den Engelraum, sondern wenn ein Deal kommt, dann kommt der Engelraum. Das ist das Ding. Darum geht's. So, wir gehen einmal in den Stachelraum. Wenn wir schon... Oh, toll. Da porte ich mich gleich raus. Schlechter Raum. Dass wir da ohne Hit rauskommen. So. So, jetzt sind wir aber dann in der Ebene, wo wir das weiße Feuer und den Spiegel finden müssen. Okay, weißes Feuer ist gefunden. Das heißt, hier geht die Reise los mit dem Geist. Also eigentlich egal, wo das weiße Feuer ist, weil da geht einfach dann die Reise los. Wir müssen den Spiegel finden, vor allem. Und den... Okay, der Itemraum ist direkt unter... Ach, das ist nicht der Itemraum, das ist der Shop. Ich wollte gerade sagen, der ist direkt unterm weißen Feuer. Pustekuchen. Seht da was? Das könnte gleichzeitig der Geheimraum sein. Nice. Ah, nicht so nice, dass es eine Truhe geworden ist. Das ist wiederum nice. Das ist sehr nice. Das ist perfekt. Goldener Schlüssel. Yes. Dann kann ich hier problemlos alles öffnen und mitnehmen. Sehr, sehr gut. Dann können wir auch einfach in den Shop reingehen. Auch sehr, sehr gut. Dann gibt es hier Mom's Key. Auch sehr, sehr gut. Da sind wir doch begeistert. So. Dann... Also, vom weißen Feuer aus zum Shop, zum Itemraum ist... Quatsch, das ist noch nicht der... Jetzt habe ich es gerade schon wieder falsch gesagt. Das ist noch nicht der Itemraum. Wir müssen vom weißen Feuer aus also dann hier durch... Nee, Quatsch. Blödsinn.
Wir müssen ja vom weißen Feuerhaus zum Spiegel, aber da kommen wir ja hin, weil wir da vorher schon alles aufgeräumt haben. Der Weg, den wir uns merken müssen, ist vom Spiegel. Vom Spiegel zum. Zum Item. Okay, hier ist der Itemraum. Ich weiß nicht, was du bist, aber du siehst nicht so verkehrt aus. It burns. Vielleicht macht es was mit Tränen und mein Boomstone macht es vielleicht nichts, keine Ahnung. Da ist der Spiegel, okay. Ja, damit haben wir alles. Wieder eine sehr, sehr kleine Ebene. Soll mir aber sehr recht sein. Ich werde hier den Teufel tun und die blauen Feuer sprengen. Das heißt, ich muss eigentlich nur diesen Raum überstehen als Geist. Quatsch, nee, ich muss überhaupt nicht. Doch, ich muss den Raum überstehen, dann gehe ich hier rein, hol mir das Knife Piece und gehe direkt wieder durch den Spiegel raus. Ja, easy. Das ist ja gar kein Problem. Na, dann machen wir jetzt den Geist hier. Zack. Gehen durch den Spiegel. Ich habe ja sogar einen Treffer dann. Schwupps. So, jetzt bin ich hier. Jetzt gehe ich in den Itemraum, sobald wir hier aufgeräumt. Ah, da ist mein Feuereffekt. Interessant, ich schieße. Okay, tun mir die weh, ich hoffe nicht. Das war blöd. Null. Aber alles noch gut gegangen. Alles nochmal gut gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das Feuer selber weh tut. Ich will es auch lieber nicht rausfinden. So, wir haben das Knife Piece und wir gehen wieder raus. Das war super einfach. Wieso kommt hier der Feuer? Ah, okay. Ich muss es testen, ob es weh tut. Nein, gut. Ich muss es testen. Wenn ich das nicht so teste, ne, dann wäre es richtig blöd. Schön. Ja, dann haben wir das auch schon geklärt. Coole Sache. Dann können wir jetzt hier... Nee, können wir nicht. Können wir nicht sprengen. Ich brauche meine 2 Bomben. I need my 2 Bombs. Gut. Gab es hier noch eine Bombe für 5? Nein, für 5 gab es hier keine Bombe. Schlüssel haben wir genug. Passt. Boss. Den kenne ich noch gar nicht. Okay, der okay, der macht Dinge. Okay. Alter. Die explodieren wieder, ne? Bruder. Wie mir die neuen Bosse immer einfach komplett die Ehre nehmen. Weil ich sie halt noch nicht kenne. Eieiei, wie kommt man eigentlich an den ran, wenn man nicht... Okay, der hatte einen coolen Abgang. Aber Junge, 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 Junge. So, 2 Bomben, zack, weg damit. Rein in die Minen. Alter, der hat mir böse gegeben. Der hat mir sehr böse gegeben. So, Abflug. Mal schauen, ob wir gleich den Schalterabschnitt bekommen oder ob das dann die zweite Stelle ist. Wahrscheinlich die zweite Stelle. Aber Dross war ja winzig. War Dross schon immer so winzig? Okay, wir probieren es aus. Es könnten Items sein. Na, es war es leider nicht wert. Also überhaupt. Oh mein Gott. Ich renne noch da rein, ey. Ist das Mums Toenail? Aua. Ja. Leider habe ich vergessen, was es tut. Ich weiß nur, wie es heißt. Ach so! Kann der mir selber auch wehtun? Au. Also kann mir Mums... Ich muss mir... Das lese ich jetzt lieber kurz. Ob das mir selber wehtun kann, dann würde ich es nämlich einmal liegen lassen. Wenn es aber einfach nur ab und zu mal runterkommt... und sich freut, dann nehme ich es weiterhin mit. Wo ist der Fußnagel? Can also stump and hurt Isaac. Ja, moin. Ciao. Kannst du behalten, das Ding. So, wir sind energietechnisch nicht ganz so gut dabei. Möchte ich mal kurz betonen. Aber ich mag dieses Feuer-Item. Das hat was. Dass man auch noch so ein bisschen Feuer mit rauspfeffert.
hat durchaus einen interessanten Effekt. Wow, vorsichtig. Kollegen, alles ganz easy hier. Jo, vorsichtig. Eieieiei. Okay, ich guck kurz nach blauen Steinen. Ich habe zwar eh keine Bomben. Aber falls hier einer wäre, würde ich es mir merken. Nicht. Okay, mehr von den Skeletten. Nee. Da hat sich dann auch schon alles verabschiedet, was ich hatte an blauen Herzen. Da kommt ein blaues Herz wieder zurück. Finde ich gut. Ich habe leider nichts zum Porten, also gehe ich jetzt nicht in den Raum da rein. Halt ich... Hä? Ach so, haben wir einen Fluch? Wir haben einen Fluch. Ich wollte gerade sagen, wieso komme ich hier raus? Der Raum war doch gerade noch clear. Da ist mein Itemraum. Sehr gut. Den werden wir gleich mal... Da sind Millionen Schlüssel in der Mitte. Auch das ist sehr gut. Die können wir uns aber nachher holen. Die müssen wir nicht jetzt. Jetzt können wir sie uns holen. Und da sind Bomben. Wir haben neue Bomben. Schöner Raum. Aber leider kein blauer Stein dabei, ne? Nee, ich sehe hier keine, tatsächlich keinen einzigen blauen Stein. Nee, sehe ich nicht. Okay. Ah, gucke mal. Jetzt weiß ich gar nicht. Ach, wozu mache ich das überhaupt nicht? Jetzt weiß ich gar nicht. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht. Oh, ich sehe was. The ground below feels hollow. Was machst du denn jetzt wieder? Ich habe das, glaube ich, schon mal gelesen. Ah, höhere Chance, um Crawl Spaces zu finden, wenn Röcke explodieren. Genau, wenn Röcke explodieren. Nein, wenn Steine explodieren. Heißt das jetzt, geht es jetzt auf grundsätzlich auf alle Steine? Nee, ne? Das ist einfach nur spezielle Steine, schätze ich mal. So, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob Technology und Brimstone haut das hin. Ich nehme es einfach mal. Ja, okay. Es tut genau, was es... Ja, perfekt. Es tut genau, was es soll. Sehr schön. Finde ich gut. Crawl Spaces finde ich auch gut. So. Meine Energie finde ich nicht so gut, aber das ist eine andere Geschichte. Okay, in der Ebene scheint es die Dinger noch nicht zu geben, die wir brauchen. Tschüss. Und alles cool. In der Ebene scheint es noch nicht die Schalter zu geben. Die kommen dann erst in der nächsten Ebene. Das heißt, hier müssen wir einfach in Anführungszeichen durch. Einfach durch. Ist... nee, ich hasse... Ich muss Knöpfe drücken. Alles, was ich tun muss, ich Knöpfe. Okay. Shish! Ah, sowas hasse ich ja. Zum Glück bin ich hier mit Azazel. Ne? Ohne Azazel wäre das hier alles so böse stressig. Okay, ihr macht komische Dinge. Könnt ihr das... Oh, nein. Jetzt bin ich da reingelaufen. Das war's komplett. Da ist mein Shop. Da gehen wir gleich rein und kaufen mindestens ein blaues Herz, hoffentlich. Ach, geh halt. Geh halt auf. So, tschüss. Geh auch auf. Tschüss. Oh Gott. Auch hier sehe ich keinen blauen Stein. Schade. Sehr ärgerlich. Okay, so, was hat der Shop für mich? Bitte keinen Keeper. Er hat auf jeden Fall schon mal ein blaues Herz für mich. Das ist sehr gut. Alles andere lassen wir dann jetzt so, wie es ist. Ach so, das ist von mir das Feuer. Oh Gott, dieser blöde Fluch macht mich immer ganz kirre. Aber wir sind schon mal an einem guten Ort und hier ist ein blauer Stein. Das ist sehr schön und gibt mir einen Gegner. Ah, das ist ein guter Gegner, weil der Gegner gibt mir noch ein blaues Herz. Guter Gegner, tatsächlich sehr schön. Okay, dann gehen wir weiter. Boss Fight. Was kannst du so? Ich habe den schon mal gesehen, glaube ich. Okay, du schießt ganz schön schnell, ganz schön. Oh, ich hab hier mein Schild gerade ausgesetzt. Dann kann ich hier mal eben reinknallen.
Jetzt geht mein Schild gleich wieder auf. Okay. Ah, der ist böse schnell. Holy moly! Alter! Ich komme mit den neuen Bossen überhaupt. Achso, da muss ich ja gar nicht gucken bei den Stacheln. Da muss ich ja gar nicht. Habe ich ja gar keine Probleme. Warum ist das so schnell geworden? Und yes, mein Plan ging auf. Ich bekomme einen Angel Room. Sehr, sehr nice. Ich mag es, wenn Pläne funktionieren. Oh ja, gib mir dieses Item. Ich liebe dieses Item. Es ist nicht das beste Item im Angel Room. Definitiv nicht. Aber es ist ein sehr gutes Item. Und entsprechend nehme ich es gerne mit. So, dann nehmen wir jetzt noch den Kollegen hier auseinander für weitere Chance auf den Angel Room in Zukunft. Denn wenn man dieses... auch den Key dabei hat, auch wenn es nur ein Stück vom Key ist, dann ist es sehr... Aua. Dann ist es sehr gut für die Erhöhung des Angel Deals. Ah, geh doch weg. Ah, war nicht der glorreichste Kampf, ne? Ich habe leider meine ganzen Herzen wieder verloren, die ich hier bekommen habe. Aber wir haben jetzt das Ding dabei. Ich würde sagen, das ist okay. Problem ist, ich muss gleich noch Herzen opfern, wenn ich durch die Tür nach Mausoleum will, dann später. Da muss ich noch ein bisschen aufpassen. Also so optimal ist es noch nicht, aber ich mag den Lichteffekt um mich. Das war der Engelraum auf jeden Fall wert. Ich hätte vielleicht nicht den Dings auslösen sollen. Naja, wir haben ihn jetzt halt. Oh, da seht ihr, die Engelroom-Chance ist höher als die Devilroom-Chance. Aber jetzt ist der Devilroom wieder im Spiel. So, aber der Slow-Effekt lebt und da ist auch schon unser Item-Room und da ist auch schon unser erster Schalter. Wobei wir die Schalter ja, glaube ich, gar nicht mal betätigen müssen, weil wir ja einfach hinfliegen können. Da war ja was. Logisch. Ich kann ja einfach hinfliegen, braucht die Schalter ja gar nicht. Du machst, glaube ich, Poison-Schüsse. Wäre nicht verkehrt, dann wird das Brimstone wahrscheinlich einfach grün, oder? Ist es das gewesen? Poison irgendwas? Ah, ne, Damage Up. Damage Up. Damage Up, Abflug. Damage Up nehmen wir auf jeden Fall mit. Sehr schön. Gut. Doch, mach dich weg. Du dich auch. Schalter 2. Wie gesagt, ich brauche sie eigentlich nicht. Aber ich habe eh noch nicht den... Ja, wobei, ist der hier vielleicht? Nein. Oh Gott, was seid ihr denn? Ihr seht gefährlich aus, okay. Aber ihr könnt effektiv... Nix! Oh, oh, Qual Space. Qual Space, mein Trinket hat sich ausgelöst. Mein Trinket hat sich ausgelöst. Nein, es ist so einer. Jetzt weiß ich doch wieder überhaupt nicht. Oh Gott. Oh Gott, das Geschenk ist gut. Ich weiß, aber das kann ich alles mir nicht für ein Herz. Das geht nicht. Ich kann mein Herz dafür nicht. Das ist nicht... Nee. Also, das ist cool, weil... Aber, oh Gott. Nee, das geht nicht. Schön, dass wir hier waren. Aber es geht leider nicht. Balls of Steel war es allerdings schon wert. Für Balls of Steel war das Ganze schon sehr sinnvoll. Sollte ich noch mehr Herzen bekommen im Laufe dieses Runs? Ach, hier sind wir schon. Ja, komm, dann können wir auch offiziell da reinfahren. Hui! Und uns das Messer holen. Ach ja, hier wird jetzt alles runtergesetzt, richtig. Da war ja was. So, gibt es hier eigentlich auch blaue Steine? Sollte ich hier auch nach Steinen gucken? Oder ist es hier alles mehr so Dekokram? Es gibt hier auch blaue... Ah, aber ich habe keine Bomben. Mir wurde alles genommen. Ich habe... Ja, okay, wozu gibt es hier... Jetzt mal Real Talk. Wozu gibt es hier blaue Steine, wenn man sie eh nicht sprengen kann? Ach so. Oh, ich kriege ja hier... Dieses Ding gibt mir dann eine... Oh, okay, vielleicht wäre das eine Idee. Weiß nicht, ob es das wert ist, da dann zu warten. Okay. Okay, die muss ich wohl nachher drücken. Ich habe sie jetzt schon mal gedrückt. Weil ich es kann. Muss man das alles nachher drücken? Ich guck mir schon mal den Weg hier an. Okay, das ist nur ein Schalter. Ich guck mir schon mal den Weg hier vorsichtig an. Ist hier eigentlich auch noch irgendwo ein blauer Stein?
Die Frage ist halt, ob ich es mir leisten kann, während ich vor dem Viech fliehe, wirklich die blauen Steine auszulösen oder ob ich einfach schauen sollte, dass ich rauskomme. Na, weil gerade das ist ja der Vorteil von Azazel, dass ich einfach durch... Hier ist auch ein blauer Stein. Aber hier ist jetzt wirklich keine Bombe in dem Raum. Aber das ist ja gerade einfach der Vorteil von Azazel, dass ich einfach durchziehen kann. Genau. Vielleicht droppt ein Feuer noch eine Bombe. Das nehme ich auch. Moin. Ciao. Kann das hier irgendwie gesprengt werden? Nö, schade. Da ist hier so ein bisschen Pup in der Gegend. Aber die Schalter nützen überhaupt... Ey, was macht die Schalter? Ach so, das müsste man normalerweise, ich verstehe. So, aber jetzt will ich... Nee, das ist nicht gut. Wo ist der Stein gewesen? Hä, der ist weg. War das nicht der Raum? War wahrscheinlich nicht da. Da ist ein Schlüssel gedroppt. Den gönne ich mir. So. Aber das war nicht... Oh ja, lol. Ach so, deswegen war der Schlüssel. Deswegen war der Schlüssel da. Ja, okay. Wieder so ein bisschen halb lost hier, was ich tue. Ist aber egal. Gut. Wir merken uns weiter in den Crawl Space. Weil wenn ich jetzt noch mehr Herzen bekomme, könnte ich mir durchaus schon vorstellen, das mal zu probieren. Oh, ein Skelettpin. Okay. Steintechnisch sieht es hier nicht gut aus, okay. Aber das ist jetzt auch nicht gerade der Raum, den ich gesucht habe. Also muss ich die alle noch hier... Okay. Shop. Höh! What? Hat mein Messer mich gerade... Ach, ich bin in den scheiß Stein gelaufen. Alter, wieso sehe ich sowas denn immer nicht? Mein Gott. Ach, das ist mein Feuer. Wie oft ich das noch machen will. So, was haben wir hier Leckeres? Kompost. Gain more friends. Das hat gut funktioniert. Okay, aber es ist irgendein Spacebar-Item, mit dem man... Ach, Moment, kam die Spinne da jetzt her? Könnte sein. Ich werde es mal nachher einsetzen. Cool. Oh, cool. Oh, cool. Nice. Nice. Nicht so nice. Okay, cool, 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 cool. Wie soll man da hinkommen, wenn man nicht fliegen kann, Lul? Ja, wahrscheinlich, weil man nicht, wenn man nicht fliegen kann, kriegt man den Bonus nicht. Sehr schöner Bonus. Gefällt mir. Normalerweise würde mir der Raum jetzt überhaupt nicht gefallen, aber aus der Position, in der ich bin, kann man den jetzt ja ganz normal spielen. Cool. Hat leider überhaupt nichts gebracht. Okay. Nicht in den Stein. Das ist so dumm mit diesen Stachelsteinen. Ich hasse die. Sollen sich löschen. Dann geht's hier unten zum Boss. Dann sind wir den ganzen Weg jetzt fast umsonst gelaufen. Das ist natürlich auch nicht so cool. So, jetzt haben wir das Kompost wieder einsetzbar. Und ich würde es mal einsetzen im Sinne von... Ich würde mal gucken, was passiert, wenn ich es einsetze in einem Raum, wo Gegner drin sind. Wie hier. Nichts. Hat eigentlich jetzt nichts getan, ne? Jetzt ist auch keine neue Spinne aufgetaucht. Die war schon da, oder war die noch nicht da? Ich bin mir nicht sicher. Wie auch immer, wir kommen immer weiter in Richtung Boss. So, mach Abflug. Ja, jetzt ist die Spinne... Ach so, muss ich auch angreifen? Ach so, die muss ich auch angreifen. Ich dachte, das sind so Gegner, die weggehen, wenn... Haben wir jetzt alles? Nein.
Wann ist der tot? Immer noch nicht scheinbar. Ja, das sind immer noch welche. Jetzt habe ich sie alle. Mein Gott, keine Ahnung. Aber da kommt schon der Bossraum. Ach, der Bossraum ist bestimmt wieder dieser Dings hier. Du musst durchhalten, Boss. Ja, ja, ja. Diesmal weiß ich Bescheid, dass ich gleich hier runtergehe. Einfach hier aufräume. So, jetzt setze ich es mal ein. Jetzt habe ich wieder eine Spinne. Okay. Macht das einfach nur eine Spinne, dieses Kompost-Item? Das macht doch bestimmt noch mehr als diese eine lächerliche Spinne. Keine Ahnung. Fühlt sich komisch. Ah, die wieder. Jo, alles klar. Ich würde ganz gerne alle blauen Herzen übrigens behalten. Wollte ich nur mal gesagt haben. Weil ich dann nämlich eher mit dem Gedanken spiele, mir das Geschenk zu holen im Fall Space. Black Market heißt das Ding ja genauer. Das fände ich ganz gut. Ja, bin ich ganz ehrlich, das fände ich ganz gut. Weil damit könnte ich mir hier entweder ein neues Boss-Item holen. Oder auch im... Ich könnte sogar im Crawl Space wahrscheinlich mir ein Satan-Deal-Item holen, oder? Stimmt. Das könnte ich auch tun. So, der Kampf lief doch jetzt mal in Ordnung. Da wäre ich gerade fast nochmal getroffen worden. Wo ist jetzt noch einer? Haben wir es jetzt? Da ist immer noch einer. Mein Gott. Yes! HP up, Angel Room. Alles läuft perfekt. Ja, gut. Ja, es ist eigentlich egal, ob wir als Dings wieder... Können wir machen, können wir machen. Jetzt weiß ich nur nicht... Bringt es was, wenn ich jetzt nochmal... Ja, doch, doch, doch. Ich bekomme ja weiterhin die Chance auf Angel Rooms. Sollte ich schon machen. Ich habe nur Angst, dass er irgendwann seinen Laser macht. Und ich dann voll reinrenne. Oder der macht scheinbar keinen Laser. Der macht nur Bullets. Da war sein Laser. Okay, er macht auch Laser. Aber es macht nichts. Tschüss. Das war's mit dir. So, und jetzt haben wir den Key fertig. Oh! Okay, ich habe irgendwas freigeschaltet. Der Run ist jetzt schon nicht umsonst. Ich weiß nicht, was ich freigeschaltet... Vielleicht, dass man zwei Sachen zusammengesetzt hat? Messer zusammengesetzt und Schlüssel zusammengesetzt? Vielleicht das? Oh, nice, das ist noch ein blaues Herz. So, jetzt opfern wir erstmal. Genau, ich muss... Ja, ich musste zwei opfern. Jetzt hole ich mir aber das Geschenk. Jetzt hole ich mir aber das Geschenk. Die Frage ist nur dann, wo setze ich das Geschenk ein? Ich habe so viele Möglichkeiten, ne? Ich habe so viele Möglichkeiten, das Geschenk einzusetzen. Die Frage ist, wo setze ich es dann ein? Wenn ich es hier einsetze, kriege ich ein random Satan-Deal-Item, richtig? Ach nee, Satan... Nee, Quatsch. Was kriege ich denn hier? Ich setze es einfach hier ein. Toll. Pillengenerator. Der könnte mir jetzt natürlich auch alles verhageln. Okay, Pretty Fly nehmen wir mit. Ja, da das Kompost-Ding ich nicht wirklich nützlich verwenden kann, lassen wir es mal. Ich mach noch kurz die Viecher mit dem Feuer weg. Oha. Okay, jetzt habe ich hier so ein Reroll-Ding, ne? Ich habe da mal eine Frage. Wenn ich jetzt hier rerolle, rerolle ich auch das Item hier wieder, was ich jetzt fertig einsammeln könnte? Also kann ich hier... Nein, okay, ich rerolle nur die ich kaufen kann. Interesting. Gut. Ja, also... Im Prinzip hätte ich natürlich jetzt nicht ein Herz geopfert für die Pille, für die Flaschenbottle-Dings da, ne? Aber gut, weiß man nicht, was man kriegen kann. Ich hätte es vielleicht, wäre es schlauer gewesen, das Geschenk hier einzusetzen, um sicher ein Boss-Item zu bekommen. Das wäre schlauer gewesen, nachträglich. Da stimme ich euch auf jeden Fall zu, falls ihr das jetzt sagen wolltet. Aber ja, ist okay. Gut.
Jetzt führt uns unser Weg durchs Mausoleum. Nein. Uninteressant. Ah, die sind böse. Die sind, oh, da ist wieder dieses blöde... Ja, stimmt, ich muss jetzt böse wieder auf diese Dinger hier achten. Na, die einfach auf mich draufgehen, egal wo ich bin. Und einfach volle Kanne durchziehen. Kann der mal hier irgendwo anders hin, dass ich den nicht mehr... Okay. Yikes, böses Feuer. Zweimal böses Feuer. Erstmal dieses böse Feuer wegmachen. Das andere böse Feuer kriege ich nicht weg. Da muss ich jetzt einfach durch. Okay. Schlüssel haben wir genug. Itemraum sollten wir... Oh, ich sehe da was. Bitte schieß nicht auf mich, wenn ich hier bin. Dank. Oha. Chillig, man kann sich unterhalten. Ja, Vision kann man auch einfach einsetzen. Wobei ich Vision fast... Moment. Wobei ich Vision fast mehr fühlen würde. Dann setzen wir Devil hier beim Boss ein und ich nehme Vision mit und habe dann Vision für Dings dabei. Oh Gott, was war denn Suicide King wieder? Das klingt nicht günstig. Muss kurz nachschauen. Instantly kills you and spawns 10 pickups on the floor. Ach so, das wäre jetzt für... Verstehe. Das wäre jetzt für die Geschichte, ich könnte jetzt ja dann zu Lazarus werden. Ja. Es kann Pickups generieren, es kann Pedestal-Items generieren. Ist eine coole Sache, aber nicht jetzt. Okay, wir wissen, dass hier Anses liegt. Wir nehmen Anses mit für Dings, für Call Space. Ach, für Call Space. Alter, ich ein Gelaber hier. Weißt du schon, für... Na, sag schnell. Halt die Ebene, wo dann Mother kommt. Mein Gott, wie heißt's denn jetzt wieder? Ich hab's halt irgendwie Talk wieder vergessen. Ich hab's vorhin noch gesagt. Ach ja, Korps. Er fängt auch mit C an. Nee, wir bleiben bei den Qualls-Based-Items. Jetzt passt wirklich der Name Qualls-Base. Aber Item passt nicht, es war ein Trinket. So, wir haben noch nicht den Itemraum gefunden, alles klar. Kannst du mal herkommen? Danke. Und jetzt, ah, okay, wenigstens der hat sich verabschiedet. So, wir haben genug Bomben, wir können hier uns blaue Herzen holen. So, wir könnten, wenn sie es uns geben würden. Das Kartending muss jetzt nicht sein. Wir nehmen das unbekannte Item mit. Ja, okay. Haut mich jetzt auch nicht um. Aber, ja. Ah, nee, schon wieder blöde Türm. Uah, Kollege. Mach mal nicht. Sehr schön. Nee, tschüss. Ich meine, jetzt bekomme ich mehr Geld, ist okay, weil shop-technisch ist es auch nicht verkehrt. Okay, wir haben die Full-Health-Pille gefunden. Das ist super, wenn wir ein rotes Herz haben. Ganz fantastisch. Wo muss ich angreifen? Ah, die Portale muss ich angreifen. Okay. Portale sind erledigt. Jetzt, wenn wir noch den Shop finden würden. Okay, cool. Ich mag das, wie das Spiel einfach genau das tut, was ich ihm immer sage. Nur noch ein blaues Herz. Nicht ein einziges. Das ist ja frech. So, Shop. Mom's Purse. Ja. Ich glaube, das war More Trinket Room oder so, ne? Irgendwas war's. Ich hab vergessen, was. Oh, ist das wieder dumm. Ja, ich hab tatsächlich... Oh, nice. Nice, 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 nice. Das nehmen wir doch sofort mit. Mit Glück. Kommt auch was dabei rum. Was bist du denn? Ich
wollte gerade sagen, der irgendwie sieht er anders aus wie die normalen Brimstone-Viecher. Der ist einfach, macht einfach lila Kacke, die dann die zielsuchend ist. Okay. Ist okay, habe ich verstanden. Bin ich gespannt, ob Heretic kommt diesmal. Weil ich ja angekündigt habe, ich wüsste jetzt, wie er geht, ne? Oh, wisst ihr was? Wir können auch noch die andere Tasche holen. So. Steine gucken. Nö, okay. Okay, da ist der Bosskampf. Hier kann man aber dann gleich noch den Itemraum, den Geheimraum öffnen. Der sollte hier... Okay. Wir suchen sowas von beide Geheimräume. Ja, sorry Leute, jetzt muss ich erstmal hier alles sprengen. Tut mir leid. Kann nichts dafür. Wenn ich goldene Bomben bekomme, muss ich... Ach du Schande. Oh Gott, jetzt kriege ich hier so viel Kram. Hilfe. Hilfe. Nochmal Vision. Ja gut, dann kann ich auch Vision jetzt einsetzen, Lul. Destruction. Destruction. Companionship. Ich glaube, das ist aber nur einmalig, ne? Ich glaube, das nützt mir nichts. Deswegen kann ich es auch jetzt gleich einsetzen. Resistance. Ja, okay. Dann nehme ich Vision nicht mit. Dann nehme ich Resistance mit. I'm sorry. Dann nehme ich Resistance mit. Aber ich wollte sowieso hier bei dem Boss jetzt... Okay, dann spielen wir jetzt erstmal den Boss. Und dann machen wir noch die anderen Sachen. Okay. Dann mache ich jetzt erstmal hier Devil beim Boss rein und so weiter. Es ist leider nicht Heretic. Es ist Simon. Ist auch in Ordnung. Oh mein Gott! Haben wir Simon schon mal gespielt? Kommt mir gerade sehr unbekannt vor, das Viech. Was kannst du noch so? Bitte stirb einfach. Okay, tschüss. Oh, diesmal ist es ein Satan-Deal. Na gut. Aber jetzt gehe ich auch rein, würde ich sagen. Oder? Bekomme ich nochmal einen Angel? Ja doch, ich könnte bei Mom nochmal einen Angel-Deal bekommen. Ich gehe jetzt wieder nicht in den Satan-Deal. Wir lassen das. So, wir gehen noch zu den anderen Itemraum. Geheimraum. Alter, ich kann nicht sprechen, es ist furchtbar. Ich gucke nur kurz, ob ich hier noch was zum Sprengen gehabt hätte. Irgendwie Feuer, was ich ausgelassen habe oder so Zeug, weil jetzt habe ich ja, wie gesagt, goldene Bomben. Dann sprenge ich auch alles, was ich sprengen kann. Hier war auch nichts mehr drin. Ja, okay. Gut. Da war auch kein blauer Stein mehr, glaube ich. Dann hier rau. Oh, Kollege, du bist gefährlich. Ah, hier ist aber auch schon der Geheim. Oh. Kannst du hier rüber? Kannst du hier mal her? Und ich hier mal ganz schnell da rein. Okay. Jo. Ich wollte gerade sagen, ich muss hier ein bisschen vorsichtig sein. Okay. Das war ein komplett nutzloser Geheimraum. Aber hätte natürlich auch cool sein können. Ich bin ganz ehrlich. Ich gehe lieber nach oben raus. Wegen dem Viech da. Nicht, dass das in mich reinfliegt. Okay. Aber dann belassen wir es hierbei. Haben, denke ich, alles gesehen, was wir sehen konnten. Und verlassen diesen Ort und begeben uns in die nächste Mausoleum-Ebene. Ausgerüstet sind wir ganz gut. Schauen wir mal, wie es läuft. Abflug. Hier jetzt wieder gegen Mom. Hier geht's dann wieder gegen Mom. Und ich habe jetzt wegen meinem Trinket, falls sich jemand wundert, woher das kommt, habe ich jetzt ein weißes Herz bekommen.
Das heißt, wenn ich meine blauen Herzen behalten kann, dann sorge ich dafür, dass ich ein neues HP bekomme. Ich hab Dings nicht mitgenommen! Ich hab fucking Resistance nicht mitgenommen. Ich hasse mich. Ich glaube, ich will... Oh mein Gott, ich hab Resistance. Jetzt habe ich gar nichts mitgenommen. Ah, war ich wieder zu schnell. Ach, so ein Murks. Ach, so ein Murks. Der Passage wird mir nichts nützen, weil ich muss ja das Messer in die rote Tür rammen. Also wenn ich jetzt hier Passage einsetze, lande ich halt wahrscheinlich in Dings, wo ich nicht sein will. Na? Ah, mein Gott! Ich hab den nicht realisiert. Huch. Aber das ist ja dumm jetzt hier. Ärgere ich mich jetzt mal wieder die ganze Zeit über, dass ich Dings nicht mitgenommen habe, ne? Resistance. Ach, komm schon, ey. Ich hoffe, ich kriege ein neues Resistance. Dann bin ich nämlich versöhnt. So, jetzt porten wir uns erstmal in den Itemraum. Was wir haben, haben wir. It hurts? No, it doesn't. Keine Ahnung, was ich bekomme. Ah, ich habe ein Messer um mich rum. Okay. Gut, das kann sicherlich nicht verkehrt sein. Ah, der hätte die... Okay, ich verstehe. Der hätte die... Ich wollte gerade sagen, was soll denn hier gefährlich sein an den Stacheldingern? Die sind ja alle eingesperrt, aber der hätte die Steine weggenommen. So, oh mein Gott. Alles klar. So konnte ich ihn jetzt dran hindern. Dass er die Steine wegnimmt. Auch eine interessante Geschichte. Oh, die machen wieder lila Wurmstone-Kacke. Ja, ja, ja. Lass das mal. So. Oh, das ist jetzt wieder ein gefährlicher Raum. Da machen wir hier von oben, machen wir Feierabend. Mit dem komischen Portal-Gedingse. Und dann gucken wir mal hier unten rein. Ja, das Feuer können wir kurz kaputt machen. Vielleicht gibt es noch Münzen. Nix gibt's. Dann halt nicht, ne? So. Dann können wir jetzt ja wieder richtig weitergehen. Karte habe ich eingesetzt. Nehmen wir wieder The Devil mit für Mom. Ja, ich kann ja dann gar nicht Passage mitnehmen, weil ich ja The Devil jetzt bei Mom einsetze. Oder nehme ich... Okay, ich würde lieber The Devil lieber dann für Mother versuchen. Ich denke, bis Mother kann ich The Devil behalten. Aber dann kann ich Passage jetzt sowieso nicht nutzen. So, mach dich weg. Okay. Nice, ich wollte gerade sagen, hatten wir die nicht schon mal? Sehr schön. Du machst dich weg, Freund. Bevor hier irgendjemand Steine schmeißt nach mir. So, perfekt. Full Health Pille. Okay, aber die kann ich... Oh, jetzt kann ich wieder... Ich kann wieder nichts... Ich kann wieder nicht alles mitnehmen, was ich mitnehmen will. Aber es ist halt so. Okay, einmal kurz zwei Schalter drücken. Ach so, ich dachte, ich muss die drücken. Huch. Ah, ich hätte einfach durchgekonnt durch den Raum. Ups. Habe ich nicht realisiert. Ich dachte, ich muss die drücken. War dumm. I'm sorry. Please don't, kill me. So. Ich hätte einfach durchgekonnt. Ich habe das nicht realisiert. Ich dachte, ich muss die drücken. Hätte ich nicht gewusst. War dumm. Was haben wir hier? Okay, mehr von euch. Ah, ihr zieht sie. Okay, da sehe ich, wie die angezogen werden. Die Steine. Ist auch ganz cool. Hilfreich, hilfreich. So, tschüss, tschüss, tschüss. Hier ganz viele Herzen. Oh Gott, jetzt muss ich alle Steine wieder gucken. Steine gucken, Steine gucken, Steine gucken. Aber ich sehe kein Kreuz. Ich hoffe, ich habe mich nicht verguckt. So, gehen wir hier unten weiter. Da geht es nicht weiter. Das ist ein sehr unnötiger Raum. Aber der ist auch gleich geklärt. Gar kein Problem. Und hier gibt es die Tour of Hearts. Auch eine schöne Karte. Mensch, ich will so viel mitnehmen und ich kann nicht. Das ist doch dumm.
Okay, jetzt muss ich aber Schalter drücken, oder? Ja. Aber hier sprenge ich jetzt. 12 Bomben, hier sprenge ich alles, was ich kann. Ah, endlich mal! Das erste blaue Feuer, das mir ein blaues Herz gibt. Sehr schön. Immerhin eins hat sich mal... Okay, und da ist dann der Bossraum. Sehr schön, haben wir den auch gefunden. Da ist ein böser Stein, da ist noch ein böser... Ach ja, die sind... sind ja immer hier. Okay, so, zack. Oh Gott, wie viele denn? Junge! Was ist denn bei euch verkehrt? So, hier ist dann Mom. Mehr kann ich nicht tun. Ich kann jetzt vor allem halt nichts anderes mitnehmen. Nochmal Balls of Steel! Stabil. Ich kann nur Devil mit reinnehmen. Ja, ich kann ja nochmal rausgehen, oder? Ich kann ja aus dem Boss wieder rausgehen dann. Bin ich jetzt komplett dumm? Ich kann aus dem Boss wieder rausgehen. Aber ich kann am Ende trotzdem nur eine Sache mitnehmen. Das war das. Ich wollte Devil gar nicht einsetzen. Ja, eben. Ich wollte Devil gar nicht einsetzen. Full Heal brauche ich auch nicht. Jetzt, weil ich die Herzen nicht voll habe. Und ich kann nur eine Sache mitnehmen. Und ich will den Devil mitnehmen. Pff, so schwierig. Ist am Ende Full Heal die bessere Variante und nicht der Devil? Aber ich würde gerne den Damage erhöhen bei Mother. Ah, wir machen es so. Bin hier. Ach, die kann wieder den Quatsch hier machen. Ich hab ja ganz vergessen. Dass die ja mehr kann als die normale Mom. Jo, ich darf nicht in die Sicht von den Augen kommen. Ah, jetzt habe ich mein Schild gerade, Lul. Okay, das macht so... Man sieht das eigentlich voll, bevor sie das macht. Okay. So, dann nehmen wir... hier einmal... den Stich. Nehmen das Polaroid mit. Ach, ich muss ja gegen das Herz... Ich habe ganz vergessen, dass ich gegen das Herz kämpfen muss. Das habe ich komplett verdrängt. Das habe ich komplett verdrängt, dass dieser Kampf hier kommt. Das habe ich jetzt wirklich ganz komplett verdrängt. Oh mein Gott. Da muss ich ja recht nah ran jetzt, ne? Hilfe. Der gute Spieler wird jetzt wahrscheinlich mit dem Cube hier reingehen. Und einfach alles aufräumen. Und mit dem Cube die ganze Zeit einfach Kontaktschaden machen. So, das Gute ist, dass wir halt diesen Slow-Effekt haben, ne? Der Slow-Effekt ist so wichtig, weil damit kann ich eigentlich wirklich recht viel abwehren mit dem Cube dann auch. Oh, das funktioniert gerade hervorragend mit dem Cube. Ja, nice. Tschüss. War nett mit dir. So, und das bedeutet, es geht... Hier liegt nichts mehr rum sonst. Es geht jetzt zu Mother. Und wir bekommen jetzt erstmal... Oha, Moin. Wir bekommen jetzt erstmal unser HP ab, was sehr gut ist. Und ich habe den Devil immer noch dabei, was auch sehr gut ist. Und Curse of the Lost ist aktiv. Und jetzt habe ich natürlich wieder, wenn ich die Ebene schaffen sollte, bekomme ich wieder ein Herz dazu. Aber ich schätze mal, wenn man Mother das erste Mal besiegt, ist hier erstmal Schluss und man muss wieder hinkommen, um dann in die nächste Ebene zu kommen. Falls es nach Mother überhaupt noch eine neue Ebene gibt, weiß ich ja nicht, aber ich gehe mal davon aus. Weil eigentlich gibt es ja immer so erst diese Zwischenebene und dann die Finalebene. Na, so ist es ja eigentlich immer aufgebaut. Keine Ahnung, ob das hier auch so ist. Ich würde weiterhin gerne noch Qual Spaces bekommen, deswegen lassen wir das so. Ah, das war nicht so klug. Aber ich glaube, ich bin aus dem Gift noch rechtzeitig entkommen. Hoffe ich. Nicht sicher. Okay.
Telepilz. Nee, traue ich mich nicht, weil das Problem ist, wenn ich jetzt Telepilz einsetze, ist die Devil-Karte nicht mehr bei mir. Das will ich ja eigentlich gerade nicht. Nope. Ist hier noch eine Tür irgendwo gewesen? Na, da ist noch eine Tür. Ah, nee! Alles ist giftig, was zur Hölle. Aber man nimmt nicht sofort Schaden in dem Gift, scheinbar. Also, excuse me, wie kommt man da aus dem Gift raus, wenn das mal da ist? Holy shit, das war ja böse. Das war ja richtig heftig. Wie kommt man denn aus dem Gift raus, wenn es mal da ist? Das hat mir jetzt wirklich böse gegeben. Also der Raum hat mir jetzt böse gegeben. Das war nicht so gesund, ne? Also überhaupt nicht. Das war überhaupt nicht gut jetzt mit dem Gift. Ach du Scheiße. Alter, das war heftig. Was kannst du so? Außer rumlaufen und komische... Okay. Okay, du hast jetzt noch einen Körper. Jetzt hast du gar nichts mehr. Jo, aber das sind alles Räume, die stelle ich mir echt böse vor, wenn man nicht fliegen kann. Ach du Scheiße. Und ich meine, wir müssen safe mit jedem Charakter theoretisch an Mother rankommen. Oh, ich hab nicht... Ich hasse es. Ah, ich hasse es so sehr. Dass ich da nicht drauf gucke rechtzeitig. Ah, Moment. Ich kann das Knochenherz füllen. Plopp. Ganz vergessen. Das wäre wieder blöd geworden. Aber meine Energie ist schon wieder komplett kacke, ne? Meine ganzen blauen Herzen sind weg. Alles weg. Was bist du denn? Du bist hässlich. Alter. Mach dich weg, ey. Hier alles keine coolen Steine. Alles langweilige Steine. Ist es richtig, dass der Weg in der Sackgasse endet hier? Hier ist keine Tür mehr, ne? Nee, scheiße. Kannst du dich mal erstmal verabschieden, bevor wir hier weitermachen? Oh, da ist noch ein Vieh. Okay, wait, die explodieren einfach, oder? Okay. Ah, da oben ist noch ein Viech. Jetzt habe ich den Raum. Eieiei. Ist das crazy hier wieder alles. So, aber dann war der Raum hier oben nutzlos. Hier geht's eh nicht. Der ganze Weg war nutzlos. Ah, nee, hier ging's noch hoch. Ich bin hier noch nicht hochgegangen. Ja, da waren wir noch nicht drin. Okay. Steine gucken. Seh nix. Die Kleinen erstmal wegmachen. Die dürfen problemlos weggehen. Der Große weiß ich nicht. Sieht aus wie so ein Monstrum-Verschnitt. Also ich hoffe echt bei oh mein Gott. Der macht mehrere solche Dinger. Okay. Ich hoffe echt bei Mother auf meinen Slow-Effekt, dass der mich rettet. Weil das letzte Mal war halt das Problem, dass ich kaum ausweichen konnte den ganzen Schüssen. Und das sollte jetzt ja besser funktionieren. Ich meine, dafür müssen wir erstmal hinkommen, ist klar. Aber zumindest beim Hinkommen habe ich jetzt nicht so die Mega-Bedenken. Ah, wir sind da. Scheiße. Scheiße, wir sind da. Ich kann jetzt hier noch versuchen zu sprengen. Um zu gucken, ob wir irgendwo noch eine Art Geheimraum kriegen. Da wäre vielleicht noch eine Idee. Hier wäre noch eine Idee. Hier vielleicht noch. Nee, dann lassen wir es. Habe ich so viel ausprobiert, jetzt lassen wir es. Drückt mir die Däumchen, dass das irgendwie gut geht. Weiß es nicht. Wait, das ist noch gar nicht Mother. Ah, Mother kommt erst nach dem Viech, ne? Stimmt. Nee, der macht auch so Giftscheiße. Aus der Giftscheiße muss man dann möglichst schnell einfach raus, oder wie? Was ist das denn?
gehen. Der zeigt zum Glück an, wo er hinschießt. Okay, der ist nicht so schlimm bisher. Ich habe Brimstone, ich kann fliegen und so. Ah, hör auf damit. Aua. Jetzt macht er komische Dinge. Ich würde gerne mein Knochenherz behalten, bitte. Dann kann ich es wieder aufladen. Oh, ich habe Schild. Schild nutzen. Nice. Nein, da ist das Knochenherz kaputt. Ach, ärgerlich. Ach, ärgerliche Momente. Wait, es geht noch weiter? Ach, Corps 1. Oh, es geht wirklich mit Corps 1 und Corps 2. Ich bin komplett dumm. Ah, jetzt habe ich auch dann mein weißes Herz verloren. Scheiße. Liegt noch irgendwo was zum Aufladen rum? Ah, Mist. Das habe ich schon wieder komplett vergessen. Ich dachte, das war's dann. Ich dachte, es ist ein Korps-Ding gewesen. Es ist Korps 1 und Korps 2. Ja, dumm. Ja, richtig dumm. Jetzt habe ich echt das weiße Herz verloren, ne? War nicht irgendwo... Oh, hier waren wir noch gar nicht. Oh, scheiße. Ich wollte eigentlich nicht noch in einen zusätzlichen Raum gehen. Ich dachte, irgendwo liegen noch Herzen rum. Okay. Nehme ich... Oh! Gut, dass wir hier hin sind. Schlecht, dass ich nichts kriege. Alter, ich krieg halt nichts. Aber jetzt machen sich meine Münzen natürlich noch bezahlt. Ich wollte gerade sagen, die Maschine da oben hat überhaupt keinen Bock, aber jetzt hat sie dann doch ein bisschen Bock gehabt. Und gib mir noch mehr Pretty Flies. Wir haben erst eine Pretty Fly bekommen. Ich lasse die Münzen hier oben. Ich wollte halt hier mir dieses Ding noch holen mit den Friendly-Dingern, aber was soll's. So, hier ist irgendwo ein halbes Herz, das schiebe ich schon mal darüber. Ja, aber so wirklich Bock hat die Maschine hier auch nicht. Ich meine, wir haben Luck 3. Ist Luck 3 nicht so gut? Reicht es nicht aus für ein ordentliches Ergebnis hier? Okay. Wir haben ein paar mehr Versuche bekommen. Haben wir keine schlechte Pille. Das gefällt mir nicht. Also es gefällt mir schon. Es macht halt nur Angst, weitere Pillen einzusetzen. Nice! Oh mein Gott, mit der letzten Münze die dritte Pretty Fly geangelt. Ach so, ich hätte eh nur zwei, ja, weil ich den Cube schon hatte. Nicht nachgedacht, ist egal. Yo, das war nochmal sehr, sehr sinnvoll, dass wir da nochmal zurückgegangen sind. Oh mein Gott. Wenn ich jetzt wieder mir vorstelle, dass ich das nicht gemacht hätte, ne? Wenn ich mir das jetzt wieder vorstelle, ich hätte so viel verpasst. Oh nee, ich bin wieder im falschen Raum. Ich hasse alles. Okay. Ich hätte so viel verpasst einfach. Gut, ich meine, ich könnte jetzt 5 Herzen haben, wenn ich hier besser gekämpft hätte. Aber was soll's. So ist es besser als gerade eben. Vor allem die zwei fliegen um mich rum noch zusätzlich sind sehr, sehr gut. Okay. Schauen wir, was kommt.
Ein sehr schöner Raum kommt als erstes. Das Schöne ist ja auch, wenn wir einen Geheimraum finden sollten, wo ein weißes Herz drin liegt, kriegen wir ja sofort das HP ab, ne? Man muss ja nicht unbedingt die Ebene schaffen. Es reicht ja, einen Raum zu finden. Es reicht ja, einen Raum zu finden mit einem weiteren weißen Herz. Das ist ja das Ding. Es muss ja nicht... so laufen. Okay, diesmal weiß ich das hier. Okay, jetzt gucke ich ganz genau hin. Schön, schön, schön. Es muss ja nicht so laufen, dass man die Ebene schaffen muss, um das Herz zu holen. Sondern es reicht ja einfach, ein weiteres weißes Herz zu finden. Das würde ja auch schon sinnvoll sein. Deswegen hoffe ich ein bisschen da drauf im Moment. Muss ich gestehen. Wieso setze ich da jetzt eine Bombe? Irgendwie war mir danach. Ich weiß es nicht. Nein, ich habe 14 Bomben, aber verschwenden muss ich sie deswegen trotzdem nicht. Hör auf, irgendeine Kacke hier zu spawnen. So, tschüss. Steine gucken. Nix. Einmal Testbombe. Das wäre auch jetzt zu lustig gewesen. Okay, der Weg war umsonst. Oh nee, schon wieder so Giftkacke. Und der habe ich jetzt ein bisschen Angst. Der hat mir gerade böse gegeben, ne? Okay, die... Junge! Was bist du denn? Also Telepilz wäre jetzt... Oh Gott, wenn ich mich in den Boss teleportiere, wäre es dumm. Aber Telepilz wäre jetzt eine gute Möglichkeit, um da wieder rauszukommen, unbeschadet. Let's try it. Okay, wenn ich das jetzt schaffe, kriege ich einfach ein weißes, ein schwarzes Herz. Okay, hoffen wir, dass wir gut landen. Perfekt. Optimal. Optimal gelandet. So gefällt mir das. Hier sieht gefährlich aus, aber ihr geht auch einfach kaputt. Das finde ich gut. Full Half. Okay, diesmal... Ja, was nehme ich denn jetzt mit? Ne, da muss ich Full Half mitnehmen. Das geht gar nicht anders. Also dann muss ich natürlich Full Half mitnehmen. Ich meine, ich habe 3 Herzen. Ich glaube, das ist nachher sinnvoller, die wieder aufzuladen, wenn ich bei einem letzten Herzen bin, als, ne, weißt du schon, als höheren Damage zu haben. Ich weiß es nicht. Oh nein, 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 ich hasse euch. Okay. Ich weiß es nicht, ob es gut ist oder nicht. Keine Ahnung. Lasst mich mal eine Sache kontrollieren. Nee. Lasst mich mal eine andere Sache kontrollieren. Nee, kann auch nicht sein. Okay. Ja, es kommen aber noch ganz viele Abzweigungen. Da sind noch viele Möglichkeiten. Ist das die zweite Full Health? Ja, lol. Musste kurz was klicken. Ja, lol, okay. Aber ich kann leider nicht 2 Full Health mitnehmen. Das ist ja blöd jetzt. Oh Gott, die explodieren wieder mit ihrem Gift. Ich hasse diese Giftkacke. Da muss ich echt böse aufpassen. Muss man da wirklich warten, bis man da sicher ist dann? Oder wie sehe ich das? Jo, das war knapp. Wie macht man das denn, wenn man nicht fliegen kann? So, dann kommt man da kaum raus. Aus dieser ganzen Geschehe. Was seid ihr denn? Okay. Hier geht's nicht weiter, ne? Nee. Hier geht's weiter. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, die gehen weg, wenn ich das Viech wegmache. Und es hat funktioniert. Dann gucken wir uns einfach mal vorsichtig hier rüber. Nice. Bitte kein Gegner.
The Moon, ja, da bin ich drin. Was ist, wenn ich im Geheimraum The Moon einsetze? Lande ich dann automatisch im anderen Geheimraum? Nein, ich lande einfach in dem Geheimraum wieder selber drin. Okay. Auch in Ordnung. Ah, schon wieder so ein unnötiger Raum. Ich hoffe, dass ich hier unbeschadet rauskomme. Oh, du bist die Variante von dem Kollegen. Uff. Gefährlich. Ah, nee, kein unnötiger Raum. Hier geht's weiter. HP ab. Und es liegen noch Herzen rum. Warte, ich hol mir gleich mal die Herzen. Wo lag der? Ah, da oben, da oben, da oben, da oben, da oben, da oben. Perfekt. Genau richtig zum Abholen. Nice, nice, nice. Also, die Bottle of Pills, so ich sie gar nicht wollte. Ich wollte sie erst gar nicht. Aber die... Ach, ich bin so blöd, da wollte ich nicht reinlaufen. Aber die Bottle of Pills bringt mir gerade böse Vorteile. Also bisher hat die mir nur Vorteile gebracht und das ist eigentlich sehr... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Oder habe ich als Azazel irgendwie nur gute Pillendings? Habe ich doch nicht, ne, normalerweise. Also normalerweise ist es sehr ungewöhnlich, dass es nur gute Pillen bringt, die Bottle of Pills. Habe ich irgendwas, dass mir nur gute Pillen kommen? Irgendwas? Oh, okay, wir sind beim Boss. Dann können wir jetzt noch den anderen Geheimraum holen. Der ist hier unten dann ziemlich sicher. Erstmal die Viecher erledigen. Und nochmal Bomben mitnehmen. Nice. Und das ist genau, was ich meinte. Oh mein Gott, wir haben so ein Glück. Jetzt kriege ich nämlich meinen HP ab und muss es nicht mitnehmen. Zack. Das ist genau, was ich gesucht habe. Ja, na okay, dann ist da unten halt nichts. Yo, ist das ein Glück gerade gewesen. Dann könnte hier noch einer sein. Oder hier. Ja, da ist er. So, hast du noch was Brauchbares für mich? Ja. Du hast noch zwei Balls of Steel für mich. Und zwei Tears Up. Und eine Pretty Fly, die ich nicht mehr einsetzen kann. Und hier ist noch eine Full-Life-Pille. Yo! Also, entschuldigt mal, wenn wir jetzt Mother ver... Also, wenn ich jetzt gegen Mother versage, dann weiß ich auch nicht. Ich bin schon ziemlich gut ausgerüstet. Ich hoffe, das geht gut. Ich hoffe so sehr, dass das gut geht. Ich meine, ich kann mich kaum noch erinnern, was sie konnte. Ich habe einmal gegen sie gekämpft. Aber alleine dadurch, dass ich halt diesen Slow-Effekt drin habe, kann ich so viel besser schon ausweichen. So viel dazu. Die hat ein Messer. Die wirft einfach mit... Holy, holy shit. Okay, Schild ist aktiv, Schild ist nicht mehr aktiv. Jo, die schmeißt einfach so ein Fistula-Viech durch die Gegend. Mach mal nicht, Madame. Wir hatten es ja schon so weit, dass das große Viech kaputt gegangen ist und sie dann... Aua. Was passiert jetzt? Okay, jetzt kommen so Viecher hier raus. Ah, okay, wenn die zu ihr kommen... Alles klar, dann haut sie die zu mir. Das heißt, ich muss die vorher kaputt machen. Ansonsten kommen die alle... Okay, alles klar. Es ist halt so gut... So viele Schüsse wehren wir gerade ab. Einfach nur, weil wir die Pretty Flies um uns haben. Und den Cube. Das ist so gut. Alter, ne? Habt ihr es gesehen, wie viel wir abgewehrt haben? Und jetzt kommt der... Jetzt kommt der Hauptmodus. Oh, okay. Ja, genau. Jetzt kommt dieses Ding. Das habe ich damals noch überhaupt nicht gecheckt, was die kann. Aber vor allem halt auch in alle Richtungen Zeug schießen. Und die Dinger kann ich irgendwie nicht... Die kann ich irgendwie nicht langsamer machen. Oder sind die schon langsamer? Doch, die sind schon langsamer, glaube ich. Also, gebt euch das mal, was man... Yo! Okay, Schild ist aktiv. Erstmal voll drauf. Schild ist nicht mehr aktiv. Jetzt erstmal Herzen holen.
Alter, wie soll man die denn irgendwie normal... Holy shit! Wie soll man die denn normal besiegen, wenn man nicht böse... Ah, Schild ist aktiv, sehe ich gerade. Die hat Spaß. Ich habe auch Spaß, vielleicht. Alter, wie lange? Wie viel hält die aus? Und wie weicht man den Sachen normalerweise aus, wenn man nicht... What the heck? Ist das? Schild ist aktiv. Nützt mir nichts, weil sie nicht kommt. Alter. Jo. Wie weicht man diesem Ding normalerweise? Was zur Hölle? War's das? Ja, das war's. Das ist ja insane. Okay, wir haben drei Sachen freigeschaltet. Devil's Crown, Jakob and Esau, Isaac's Awakening, Seeing Double, A Strange Door. Ich krieg gerade haufenweise Achievements. Das erste Mal dieses Ding besiegen hat böse was freigeschaltet. Full health. Das erste Mal dieses Ding besiegen hat böse was freigeschaltet. Isaac, what are you drawing? Isaac, let me see it. Give it to me now. This is what you think of me? This is what I am to you? A monster? No, Mama, it's just... After all I've done for you, this is how you view me? You think I'm a monster, Isaac? I'll show you a monster! No, please! Das ist, wie es angefangen hat. Like your father. I can't even look at you. How could you? You are just like him. Our father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Oh mein Gott. Yo. Yo. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich mit den anderen Charakteren jemals gegen Mother ankommen soll. Alter, der Kampf hat gerade schon mit dieser OP-Ausrüstung ewig gedauert. Ich meine, gut, so OP waren wir jetzt auch nicht. Eigentlich waren wir nicht wirklich OP. Ich konnte halt schnell Brimstone aufladen. Das Tears Up war insane. Ja, okay. So OP waren wir gar nicht. Aber Junge. Das ist ja komplett insane. Und wir haben gerade so viel freigeschaltet. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Gleich mal noch nachgucken. Ja, hier. Devil's Crown, da geht's los. Jakob and Esau. Sind das Karten? Das sind Karten. Eine neue Challenge. Noch eine neue. Ah, das sind die anderen Challenges. A door has appeared in the depths. In the depths ist eine neue Tür aufgetaucht. Also wenn ich jetzt in depths bin, kommt da vielleicht eine neue Tür. Und zwar nicht Mausoleum, sondern es war von depths die Rede. Okay. Oh, und unser Pfeilding hat sich geändert, weil wir jetzt einmal Mother besiegt haben. Yo. Isaac's Awakening und Seeing Double. Ja, Leute. Challenge Time. Ne? Also, jetzt ja natürlich dann wieder auch im Kanon sozusagen. Das sind ja neue Challenges. Die finde ich ja, als dann, die werde ich ja ein bisschen probieren. Erstmal zumindest. Ich werde nicht 8 Folgen oder so zu wie Ultra Hard, ne? Aber Challenge Time. Nice. Weil die Challenges müssen wir schon ausprobieren. Vielleicht sind die ja cool. Weiß man ja nicht. Ultra Hard, wie gesagt, dafür gibt es ja jetzt die extra Folgen.
die jetzt zusätzlich einfach kommen. Na, also Folge 38 bis 44 könnt ihr getrost ignorieren, wenn ihr Ultra Hard nicht sehen wollt. Aber die zwei Challenges werde ich auf jeden Fall jetzt probieren das nächste Mal. Weil da bin ich halt jetzt selber auch neugierig, ist klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.